Hi und herzlich willkommen zu einem Part von Arena-Leiterin Lissy. Yes. Heute spielen wir gegen Hope, der mir gerade ein ganz neues Team gebastelt hat. Dankeschön dafür, das ist voll lieb. Ja, und deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie ich mit meinem Pokémon umgehen soll. Weil ich habe die halt gerade erst gekriegt und ja, deswegen wird das hier so ein Try-Out-Part. Da bin ich schon gespannt, wie das so laufen wird und so, ne? Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, von welchem Typ meine Viecher sind. Das ist sehr gut. Ach stimmt, der hat mir schon von seiner Taktik erzählt, weil der versucht es eigentlich nur mit Egelsamse zu reißen und deswegen versuchen wir das einfach mal schnell wegzuklatschen. Und das mit dem Taktikwechsel habe ich keine Ahnung, wie funktioniert. Deswegen wird das jetzt erstmal lustig, weil ich muss mich ja erstmal hier so einfinden und warm werden mit der ganzen Sache. Das wird dann ein bisschen lustig. Ach du Kackerwurst. Lass es. Hör auf. Oh nein! Boah, wie viel der sich einfach mal heilt. Das ist ja widerlich. Ich habe keine Ahnung, was Königsschild macht. Sollte ich vielleicht vorher mal nachlesen, bevor ich einfach irgendwas mache. Ja, stimmt. Von dem hat er mir nämlich schon erzählt, dass er so einen hässlichen Delegator des Scheiß da macht. Und ja, immer da wieder versucht, sich die KP rauszuziehen. Das ist nicht so schön, aber naja. Wir gucken einfach mal. Ja, du heilst dich, ist mir klar. Das hab ich gewusst. Ja, noch mit Egelsamen und allem einfach so. Das ist echt toll. Hä? Ach so, ah, okay. Alles steigt, was man nur braucht in seinem Leben oder so. Ich finde diese Delegator-Teile voll süß irgendwie. Ah, steck den Schlag ein. Bla, 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 bla. So, jetzt ist der Delegator immerhin schon mal weg. Aber jetzt heilt er sich erstmal und deswegen müssen wir einfach mal gucken, dass wir das Teil wegschlagen. Weil das wird hier sonst ein bisschen problematisch, wenn er die ganze Zeit Egelsamen einsetzt. Das wäre nicht so schön bei den Splatterpumps. Wusche, 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 yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wirklich? Wirklich? Jetzt habe ich ein neues Team und sterbe trotzdem ab, weil ich nicht damit umgehen kann. Also es wäre geil, wenn ich ihn jetzt genauso trollen würde und mit demselben Pokémon gegen ihn ankämpfe. Das wäre schon geil. Das wäre bestimmt lustig. Aber wir probieren es, glaube ich, erstmal hiermit. Was hat das überhaupt für Attacken? Das Teil, was dem da so an den Ohren runterhängt, das sieht einfach mal so aus wie so eine geile Krawatte. Irgendwie so, so voll stylisch. So eine Krawatte an den Ohren. Ich war... Oh! Ha! Oh, das war nicht so schön. Oh, Blättertanz. Blättertanz. Hey. Ja, geil. Muss der... Ach, stimmt. Ach, scheiße. Ah ja, das funktioniert ja gar nicht, weil das ja... Ach, hätte ich das gewusst, dann hätte ich hier gar nicht versucht zu trollen. Oh, Mann, oh. Ach, das wäre cool gewesen. Ach, Mann, oh. Egal, dann machen wir... Delegator. Eigentlich bringt das dann überhaupt nicht. Weil wenn das andere nicht funktioniert, dann, ja, dann funktioniert das nicht. Das ergibt Sinn. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Jirashi! Das Teil finde ich voll süß. Einfach richtig niedlich. Yeah, geheilt. Wutschi, wutschi. Wutschi, wutschi. Muschi, muschi. Was? Ich weiß es nicht. So, komm, wir machen erst Falterreigen, weil damit kann man so alle Werte erhöhen. Einfach so Boost. Yeah. Was ist das? Und ich finde es so süß, dass er einfach auf seinem Mund einen Bauch hat. Nee, andersrum. Ein... Nee. Auf seinem Bauch einen Mund. Aha, so ist es richtig. Auf jeden Fall finde ich das cool. Und das funktioniert gerade erstaunlich gut. Mir sind noch nicht oft Shinies begegnet. Und da muss man ja echt schon mega krasses Glück haben oder halt eben diese Ultra-Zucht-Techniken da beherrschen und... Ich kann beides nicht. Ich habe das mal irgendwann versucht mit so einem Shiny Wo-In genau, was auch noch voll scheiße ist und nichts drauf hat. Das war schon lustig. Weil ich habe dann bestimmt so 4 Stunden daran gesessen, hatte dann 300 Eier und in keinem von diesen Teilen war so was, ne? Ich wusste gar nicht, dass es Mega-Absäure gibt. Hätte mir ja mal jemand sagen können. Wutschiu. Yeah. Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott, boah, was habe ich für eine Hyperfisch bitte? Hyper. Ich sag irgendwie mal Jirashi. Egal, wir machen einfach Magie. Da muss ich immer an so einen fetten Staubsauger denken, der einfach alles mitnimmt. Und ich mag es irgendwie, dass jemand anders dem Pokémon Spitznamen gegeben hat. Ich finde das irgendwie cool, weil dann kann ich immer mir meinen Teil dabei denken. Weil ich hasse es, Pokémon Spitznamen zu geben, weil meine immer voll scheiße sind. Dann haben die immer nachher so komisch typisch deutsche Namen, so Otto,
Margarete oder so. Sprungfeder, cool. Komm, lass mal versuchen. Boah, das Teil heißt einfach so Aries und erinnert mich ständig an Karies, wenn ich das lese. Dann denke ich immer so, ach, du kleiner Hase, hast ja Karies. Oh, der ist voll niedlich. Der ist einfach so pink und flauschig und Zuckerwatte. Ich weiß auch nicht. Aber es sieht doch aus wie Zuckerwatte. Guckt es euch an. Es sieht einfach aus wie essbare Ohren oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was ist das? Nein, 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 nein. Ach so, doch stimmt. Das ist diese... Ja, komm, schweif schon. Ich weiß alles schon. Ja, kann's gleich weggehen. Hä? Ich hab's selber nicht verstanden. Es war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ich mag das voll, wenn die das machen. Das ist richtig lustig. Oh, jetzt macht er schon wieder die Kacke. Komm schon, greif an. Haspiro? Was, wie? Nee. Ja, da bist du wohl vergiftet. Yeah, ich liebe das, wenn andere Viecher vergiftet sind. Weil die dann langsam sterben. Oh nein, oh nein, oh, oh, das tut weh. Wie der mich einfach voll leicht schlagen kann, weil er genau weiß, welche Pokémon ich habe. Ist ja auch logisch, wenn man mir die Pokémon zusammenstellt, dass er dann weiß, was für Pokémon ich habe. Oh, wie funktioniert das nochmal? Ich weiß nicht mehr, was nochmal gesagt. Ich weiß, er hat mir was dazu geschrieben, wie das funktioniert, aber ich habe es mal wieder vergessen. Ja, weil ich so gut bin. Ja, daran liegt es bestimmt. Gary! Oh mein Gott, schon wieder fett und shiny, ey. Einfach alles in shiny, was es nur gibt. Wieso hört ihr die Attacke einfach ab? Nee, das lasse ich hier nicht angehen. Oh, ich bin ja gar nicht wütend. Und dabei habe ich heute richtig lange geschlafen. Weil sonst ist es bei mir immer in den Ferien so, dass ich irgendwie voll die komische Kacke mache. Weil es war bei mir irgendwie so, dass ich manchmal um 1 Uhr ins Bett gehe und dann um 7 Uhr aufstehe. Das ist echt der Hammer. Und das in den Ferien, das ist schon nicht ohne. Etwa, yeah, Potty. Wow. Wow, ist das eine Hardcore-Attacke. Oh mein Gott, weil der hat gesagt, der hat mir auch nur so eine Fähigkeit da drauf gemacht, dass das Viech halt auch immer 5-mal trifft bei diesen Mini-Attacken da. Finde ich cool. Hä? Wo bleibt der Schaden? Macht einfach so gar keinen. Es ist ja nett. Wow, ein Volltreffer. Der Balken geht so ein Millimeter mehr weiter zurück. Oh, das ist ja krass. Egal, einfach Schäle links, Schäle rechts. Kann nicht verkehrt sein. Come on. Yeah, Kirschelle. Quatsch! Wow. Wow. Was nochmal Gesang? Ach, einfach mal einsetzen. Ich meine, das ist doch so der Probekampf für mein neues Team und deshalb einfach mal probieren. Ah, das schläft allein. Wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Oh mein Gott. Die hat ein schwarzes Brautkleid. Die ist so quasi die Emo-Braut. Voll cool. Ich bin eine Emo-Braut. Das sieht in Shiny richtig geil aus. Mir hat das ja schon normal gefallen, weil das einfach so cool war mit dem Weiß und so. Aber so ist es noch viel schniekiger, ne? So, also mit Schwarz. Das sieht schon aus wie so eine Gothic-Braut, die irgendwie so ihre Hochzeit feiert. Schon cool. Oh mein Gott, jetzt kommt die Mega-Hyper-Attack. Ist die überhaupt Mega-Hyper? Ach, die erhöht nur meine Werte. Oh, ich bin so gut. Das habe ich natürlich alles gewusst. Toll. Ganz toll. Ah, Schneeflocke. Wie süß bist du denn? Gucci, Gucci. Oh Gott. Oh, komm, bitte greif an, greif an, greif an. Ja! Geschafft, geschafft, geschafft. Das war zwar nur Glück, aber egal. Was? Hä? Wie? Du hast mich blockiert. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Melotic, das ist Wasser. Setzen wir vielleicht gerade mal Egelsamen ein. Ich hoffe, ich überlebe die Runde noch, weil dann können wir dann nachher einen auf Delegator machen und dann läuft das auch, das Ding, ne? So, sieh da Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, alles gut. Alles in bester Ordnung. Ja, total. Okay, jetzt kriege ich nämlich noch meine KP von Egelsamen wieder. Vielleicht machen wir doch erstmal Gigasauger, weil der saugt ja auch erstmal ein bisschen Energy von dem ab. Und da das ja effektiv da drauf ist, weil es halt Pflanze ist, können wir das einfach mal machen. Das wird schon... Nein! Gerade wo ich entscheide, Gigasauge zu machen, kannst du das nicht bringen. Das geht nicht, okay? Oh, jetzt kommt das dumme Feature da wieder. Mann, geh doch einfach gleich weg. Wutschu, wutschu, wutschu. Yeah. Das war überhaupt nicht effektiv, aber ich nehme ihn gerade. Und der hat voll die süße Krone da auf dem Kopf, so.
Plotsche, Plotsche, ich bin die heilige Königin. Und ich finde gut, dass wir gerade zwei Pokémon haben, beide, aber ich glaube, oh ja, das ist gut. Ich setze mich gerade Gigasauge ein und dann kommt er mit seinem Melotic und dann ziehe ich dem erstmal viel ab. Yeah. So, come on. Wieso macht er erstmal so Bling Bling? Ach stimmt, der ist ja shiny, deswegen macht er Bling Bling. Oh, toll. Oh, ist das toll. Ich freue mich gerade. Oh, 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 oh. Ich höre mich einfach an wie so ein Affe. Was? Ist er tot? Ist er tot? Oh mein Gott! Den ersten Kampf mit meinem neuen Team habe ich gewonnen! Oh mein Gott! Ich bin gerade voll stolz auf mich. Ist das krass? Wow! Oh, krass! Ich habe einen Kampf gewonnen. Ich? Dankeschön, dass du gegen mich gespielt hast und natürlich nochmal ein riesen Dankeschön, dass du überhaupt die Mühe gemacht hast, für mich die Pokémon zu trainieren und mir zu schicken und so. Ist voll nett von dir gewesen. Und ich finde es erstaunlich, dass ich den ersten Kampf mit dem neuen Team einfach direkt gewonnen habe. Richtig krass. Okay, also, yo, kriegst du den Arschorden. Aber ist trotzdem natürlich super gespielt. Es sah ja am Anfang echt so aus, als ob du mich voll fertig machen würdest. Also, wow, das war eine knappe Sache, muss man sagen. Okay, also danke, dass du dabei warst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.